Schmelzflusselektrolyse ist ein Elektrolyseverfahren, bei dem kein wässriges Medium, sondern eine heiße Salzschmelze als Elektrolyt dient. Sie dient zur Herstellung bzw. Gewinnung von Aluminium, aller Alkalimetalle und der meisten Erdalkalimetalle, außerdem auch von einigen Kunststoffen. Auch liefert das Verfahren Fluor und Chlor. Da die sogenannten unedlen Metalle Kalium, Natrium, Magnesium und Aluminium in der elektrochemischen Spannungsreihe unter dem Hydronium-Ion stehen, können sie nicht durch Elektrolyse aus wässrigen Lösungen abgeschieden werden. Auch Fluor kann nicht in wässriger Lösung mittels Elektrolyse abgeschieden werden, da Hydroxidionen und Sauerstoff weniger elektronegativ als dieses sind. Zur Herstellung unter anderem dieser Stoffe wendet man deshalb die Elektrolyse aus einer Schmelze ihrer Salze an, was dem Verfahren seinen Namen gab. Das Prinzip beruht darauf, dass elektrisch geladene Ionen in Salzschmelzen frei beweglich sind und diese durch elektrischen Strom oxidiert oder reduziert werden können. Die negativ geladenen Chloridionen wandern in der Schmelze zur positiv geladenen Graphitanode. Sie geben Elektronen ab und werden zu Chloratomen oxidiert. Die positiv geladenen Natriumionen wandern zur negativ geladenen Eisenkathode. Sie nehmen Elektronen auf und werden zu Natriumatomen reduziert. Der englische Chemiker Humphrey Davy führte im Jahr 1807 als erster eine Schmelzflusselektrolyse durch. So konnte er das Element Kalium aus Kaliumhydroxid gewinnen.